Wir haben auch im Vorfeld schon über diesen Film miteinander sprechen können. Ja, hat er denn deine Erwartungen erfüllt oder war es ganz anders? Naja, ich muss sagen, die Erwartungen an diesen Film, das war ja von Anfang an ein bisschen schwang mit, ist das jetzt ein purer Propagandafilm, ist es nur pro kurz. Ganz so schlimm war es dann nicht. Man kann sagen, der Film ist ein Porträt von Kurz als Politiker und Unternehmer. Von einer großen Politanalyse war eigentlich nichts zu spüren. Der Film hat einfach, er begann mit Kurz im Flugzeug nach New York, da hat er Kurz seine Unternehmen vorgestellt, seinen Chef Peter Thiel als Visionär gelobt und dann wurde auch schon Kurzens Politkarriere erzählt, der Reihe nach mit vielen Bildern, mit Werbevideos der ÖVP, auch mit Kritikern, die zu Wort kamen, aber 85% der Wortbeiträge kamen halt von Kurz. Leuten, die ihm positiv gesinnt sind. Wir haben im Vorfeld bereits vor einigen Tagen über diesen Film gesprochen, als bekannt wurde, dass der auch noch vor dem Projekt Ballhausplatz von einem weiteren Film auch gezeigt werden wird. Wir haben von der heroischen Musik gesprochen. Also dieser Propagandafilm, der auch darauf hindeuten könnte, dass Sebastian Kurz in die österreichische Innenpolitik zurückkehrt, ist es dann wohl doch nicht? Nein, das ist es nicht. Es ist zum einen wird Kurz im Film auch ein bisschen lächerlich dargestellt, wenn er kichert, wenn er ganz jugendhaft wieder hervorgekramt wird, wie er damals lässig, locker, leger in die Politik ging. Es wirkt aber natürlich entlastend für ihn, weil man ist lieber ein bisschen lächerlich als kriminell, wenn man in so einem Film auftritt. Und da werden die Chats zwar schon auch benannt, rüde, ordinäre, fiebrige Chats, allerdings nehmen die halt nur einen kleinen Teil vom Film an und Sebastian Kurz kann sich da dann auch distanzieren von Thomas Schmidt, dass er mit ihm nie zusammengearbeitet hätte und dem wird auch nicht groß widersprochen. Liebe Sabrina, auch du hattest die Möglichkeit, gestern in diesen Film hineinzuschauen. Was für ein Bild wurde denn für dich von Sebastian Kurz gezeichnet? Ja, ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen ähnlich wie der Aaron. Für mich war das Ganze irgendwie so angelegt als so ein bisschen ein Bobo-Kunstfilm irgendwie so. Ja, also viel zu viel Dramatik, viel zu großer Pathos, die Musik eben auch wirklich sehr theatralisch gewählt, ja, verwackelte Kamerabilder, so dass man das Gefühl hat, man sitzt wirklich beim Kurz auf der Schulter und kann jetzt mit ihm überall rein und hingehen. Und das Ganze hat den Film ein bisschen ins Komische gezogen, würde ich fast sagen. Was aber am Ende für die einzelnen Darsteller, insbesondere Sebastian Kurz, sogar positiv war, weil er eben nicht so unnahbar allglatt wie sonst rübergekommen ist. Also dieser perfekte Kurz, der war nicht. Er war eigentlich für mich ein bisschen bubenhaft teilweise dargestellt, eben weil du auch diese Rückblicke in die Vergangenheit hattest. Und ich persönlich habe es so empfunden, ich weiß nicht, wie du siehst, Aaron, aber die erste Stunde ist relativ schnell gegangen, weil man sich auch noch an diese Schnitte gewöhnen musste, die schnellen Schnitte, diese Kunstformate, teilweise eben auch wurden Bilder eingespielt, die offensichtlich aufgezeichnet worden sind, bevor die Interviews angefangen haben. Also du siehst, wie da vielleicht ein Gernot Blümel mal sitzt und macht, ja, oder wie der Kurz noch irgendwie so schaut und in sich geht und Ding und ja, und so einen Stuhl rutscht und das macht dann irgendwie das Ganze ein bisschen sympathischer, weil da halt niemand irgendwie so steif und starr sitzt, sondern weil da eine Dynamik ist und du ein bisschen hinter den Menschen siehst, der sich vor der Kamera darstellt. Aber nach der ersten Stunde wird es dann ein bisschen langatmig, muss ich ehrlich sagen, weil du immer das Gleiche eigentlich hast und weil die Story natürlich auch erstens bekannt ist, zweitens keine Neuigkeiten offenbart, also das ist ja kein großes Geheimnis, was da kommt. Ich glaube, das größte Geheimnis war, dass der Johannes Frischmann gesagt hat, dass er geweint hat in der Corona-Zeit. Also, ja, wer will bitte eine sehr wichtige Nachricht, Breaking News an dieser Stelle. Ja. Aber ich meine, für ihn persönlich natürlich schön, dass er so aufmachen kann, macht ihn sehr sympathisch und wer ihn kennt, der weiß, wie viel der immer gearbeitet hat. Also wirklich totaler Workaholic, Perfektionist, also toll in seinem Job gewesen. Aber da hat er natürlich wirklich sehr viel Persönliches gezeigt von sich. Aber ich glaube, das war eigentlich in Wahrheit wirklich das, was noch am persönlichsten rübergekommen ist. Und eine Einstellung, die den Kurz auch sehr persönlich zeigt, die man nicht von ihm kennt, weil er seine Beziehung immer sehr stark rausgehalten hat, die fand ich persönlich überraschend liebevoll und nett zwischen den beiden und hat den Kurz sehr sympathisch gemacht. Man sieht seine Freundin, die Susanne Thier, auf einem Stuhl sitzen, die Beine angezogen. Ich glaube, sie hat nicht mal Schuhe angehabt auf dem Bild. War barfuß. Genau. Und sie warten in einer größeren Runde auf die Wahlergebnisse und er steht hinter ihr und massiert ihr die Schultern. So. Das war so ein wirklich richtig privater Moment. Das waren eigentlich für mich die Dinge, die mich überrascht haben an dem Film.
Ein Film ist natürlich auch dafür da, um eine gewisse Message mitzutransportieren. Wir haben im Vorfeld den Trailer alle schon sehen können. Hier sind Protagonisten wie auch zum Beispiel Arnold Schwarzenegger dabei. Jetzt gleich meine Frage an dich, lieber Aaron. Was hat Arnold Schwarzenegger denn über Sebastian Kurz zu sagen gehabt? Ja, das ist sehr interessant, weil das haben die Regisseure auch zugegeben beim Pre-Screening für Journalisten. Der Arnold Schwarzenegger hat eigentlich gar nicht so viel vom Kurz gewusst. Also der hat gesagt, oh mein Gott, Österreich hat den jüngsten Kanzler in Österreich, in Europa. Er hat Kurz bewundert, dass er so jung, so ehrgeizig aufgestrebt ist, zuerst als Außenminister, dann im Kanzleramt. Er hat ihn ja auch getroffen, ist mit ihm Fahrrad gefahren. Aber Schwarzenegger wusste zum Beispiel nicht, keine Details zu Kurz seinem Rücktritt. Dazu konnte er nicht viel sagen. Er hat sehr oberflächlich über Politik gesprochen, dass es ein ehrenhafter Job ist, als Diener des Volkes im Amt zu sein, dass der Beruf aber auch wirklich anstrengend ist und the profession really sucks, hat er gesagt, wenn es eben um Politiker geht, um Anwälte. Er hat dann gesagt, er weiß nicht, was schlimmer ist, Anwälte oder die Politiker. Und hat aber sehr oberflächlich gesprochen, aber hat dem Ganzen natürlich einen, im Fitnessstudio wurde er ja interviewt, einen heroischen Anstrich gegeben. Aber es war irgendwie, finde ich, ganz nett, wie er dann gesagt hat, eigentlich geht es weniger um Politik und vielmehr als Prinzipien. Und er hat sich eben wirklich als wirklich glaubwürdig dargestellt, dass er empfindet, dass der Job des Politikers der Diener des Volkes sein sollte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende des Films denkst du, wenn einer ein Comeback braucht, dann ist es der Arnie und maybe next Chancellor. Ja? Also man sitzt wirklich drinnen und denkt sich, der Schwarzenegger kommt so sympathisch rüber. Ja, und wir haben dann natürlich auch alle wissen wollen, wie kommt es denn dazu, dass Schwarzenegger jetzt sagt, irgendwie, ich mache da beim Kurzfilm mit. Und es dürfte so wie man zwischen den Zeilen rausgehört, ähnlich gelaufen sein wie bei Kern und Nick Bosch zum Beispiel, dass er ein bisschen von einem anderen Film ausgegangen ist, weil er eben nicht direkt auf Kurz eingegangen ist als Person. Er hat ihn jetzt nicht irgendwie hervorgehoben gelobt oder so, sondern hat eher über Politik allgemein gesprochen. Gut, da gab es auch die Kitzbühel-Connection. Genau, die Kitzbühel-Connection wollte ich ansprechen. Produzent Michael Reisch ist aus Kitzbühel. Seine Mutter betreibt dort direkt am Ende der Streif einen wundervollen Gasthof. Den Rasmushof. Richtig, und so kennt natürlich der Schwarzenegger dann irgendwie auch die den Familie Neffen. Reisch, den Neffen, hat er gekannt und so kam dieser Connex zustande. Genau, also es ging über mehrere Monate hinweg, die Anfrage. Und wir wollten dann natürlich auch wissen, ja, aber außer Arnie gab es noch andere internationale Größen. Dann kam natürlich Merkel, Macron, sind alle angefragt worden, aber hier wollte niemand etwas sagen. Das finde ich jetzt auch ganz spannend zu wissen. Ihr hattet also die Möglichkeit, im Anschluss an den Film auch Fragen zu stellen, habe ich das richtig verstanden? Ja. Richtig, ja. Dann möchte ich gleich von euch wissen, was waren denn so die Fragen, was haben die Kolleginnen und Kollegen auch da noch einmal nachhaken wollen? Denn im Vorfeld wurde ja vor allem darüber gesprochen, dass es vielleicht schon der Grundstück oder der Grundstein für ein solches Comeback sein könnte. Was war da so im Interesse? Ja, natürlich. Man hat zum einen gefragt, warum kommt der Film jetzt? Warum kommt er vor dem anderen kritischen Kurzfilm in die Kinos? Wer hat den Film bezahlt? Gibt es ein Comeback? Und die Antworten, muss man sagen, waren sehr vage. Sebastian Kurz selbst sagt am Ende des Filmes, dass Politik ihn nicht mehr interessiert. Im Moment will er davon nichts wissen. Also ein Dementi klingt anders. Man muss auch wissen, ab Oktober steht Sebastian Kurz vor Gericht. Also wenn er jetzt mit vielen Prozessen, es könnten ja noch mehr sein, die auf ihn zukommen, zu tun hat, wird seine Zukunft definitiv im Gerichtssaal entschieden und nicht im Kinosaal. Trotzdem, er hat einen guten Film für sich eigentlich im Kino und auf die Frage, wer hat denn das bezahlt, haben die Produzenten einfach gesagt, wir, also die Opus Air, eine deutsche Produktionsfirma. Im Firmenbuch steht, dass sie eigentlich Wein vertreiben, aber sie haben auch schon andere Filme produziert. Okay. Sie haben das Geld vorgestreckt, fast 500.000 Euro haben sie für den Film vorgestreckt und sie haben im Vorfeld auch schon Filme produziert, unter anderem Scooter, den Film kennst du auch, oder? Mhm. Fuck 2020 oder einen Film über die Toten Hosen haben sie gemacht. Also eigentlich im Musikbereich zu Hause gewesen, bis jetzt zumindest, was die Filmproduktionen anbelangt. Liebe Sabrina, glaubst du, ist es Zufall, dass ausgerechnet, wir wissen, am 18. Oktober findet der Prozess wegen vermeintlicher Falschaussage statt. Glaubst du, ist es Zufall, dass dieser Film jetzt genau zu diesem Zeitpunkt auch veröffentlicht wurde? Also ich glaube, der Prozesstermin hat nichts damit zu tun, aber ich habe sehr wohl irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das Projekt Ballhausplatz etwas damit zu tun hat, weil natürlich dem Projekt Ballhausplatz viel an PR und Aufmerksamkeit wegnimmt.
nimmt, weil jetzt ist alles um diesen Kurz der Film und dann denkst du nächste Woche, gib bitte nicht schon wieder einen Kurzfilm. Ja? Also damit ist natürlich das Interesse dann ein bisschen weg. Sie haben es argumentiert, die Produzenten, dass sie gesagt haben, naja, das Weihnachtsgeschäft, das können wir quasi nicht den Großen wegnehmen, die geben das nicht her. Und insofern ist das jetzt eigentlich so Schulbeginn und so die beste Zeit für einen Film. Ja, ein bisschen hochgegriffen. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen hochgegriffen sind dann die Träume schon. Ja. Ja, aber ich sehe das gar nicht so, dass das Interesse jetzt abflaut, weil in Wirklichkeit erleben wir jetzt schon einen Crash der zwei Regisseure. Es hat sich ja jetzt auch Kurt Lambein schon zu Wort gemeldet, der Regisseur vom Projekt Ballhausplatz, und hat diesen Film eigentlich attackiert und gesagt, hier wurden auch Schauspieler oder Darsteller hinters Licht geführt. Zum Beispiel der Journalist Michael Nickbacksch, der in seinem Film auch vorkommt, der sagt, er ist eigentlich geleckt worden. Er hat wörtlich gestern tatsächlich gesagt, das war nämlich ganz witzig, weil auf einmal irgendwie kam er dann quasi aus dem Dunkeln heraus und hat von hinten eben dann eben genau wie ein Journalist diese Frage gestellt hat, ob da nicht manche irgendwie ein bisschen unfreiwillig jetzt zum Handkuss gekommen sind, war dann tatsächlich da und hat sich in dem Moment dann noch zu Wort gemeldet und hat die direkt darauf angesprochen und hat ihnen schon noch einmal wirklich auf sehr höfliche, freundliche, aber sehr bestimmte Art und Weise gesagt, dass er eigentlich mit der Art und Weise nicht einverstanden war. Ich habe dann ihn gefragt, ob er sich irgendwie so getäuscht gefühlt hat oder so, hat er gesagt, na legal, es war legal. So hat er es ganz wörtlich gesagt. Man muss auch sagen, warum. Also der Journalist hat sich erwartet, dass es eine Analyse gibt, das System Kurz, dass das dann von einem Streaming-Anbieter vertrieben wird. Und jetzt war es ein Kinofilm-Porträt von Kurz als erfolgreicher Unternehmer und sein Aufstieg in der Politik. Interessant ist ja auch, der Film hat geendet mit seinem Rücktritt vom Kanzleramt. Mhm. Der ganze U-Ausschuss ist nicht vorgekommen. Auch die kommende Anklage vor Gericht, der kommende Prozess ist total ausgespart worden. Wurde das begründet? Vielleicht hat da ja, also es wurde allgemein dann begründet und ich glaube, diese Begründung kannst du quasi über alle Fragen dieser Art legen, weil ich eben nachgefragt, wie kommt es, dass wir zum Beispiel Andreas Kohl oder auch Wolfgang Schüssel in dem Film sehen, ja? Aber wie kann es sein, dass wir keine Nehammer dort sehen? Und dann hat der Regisseur gemeint, naja, wir wollten ja nur Wegbegleiter. Ich habe gesagt, naja, der Nehammer war ja Minister und der Kurz, also mehr Wegbegleiter kann es eigentlich gar nicht sein, gell? Und dann hat er aber gesagt, ja, und inhaltlich wäre es dann einfach zu lang geworden und ausgeufert. Da ist dann sehr viel herumgeeiert worden. Ich persönlich, also wirklich persönliche Meinung, jetzt habe den Eindruck erlangt, dass man gar nicht wollte, dass diese andere Richtung aus der ÖVP in dem Film zu Wort kommt, weil man wollte noch einmal diesen Erfolgsgang von Sebastian Kurz darstellen, zeigen, und das gelingt in dem Film tatsächlich, denn selbst wenn man kein Kurzwähler ist, du siehst da am Anfang das Bubi mit seinem geilen Mobil, der große Träume hat und als erstes auch noch bei einer von den Jugendfraktionen quasi abgeschasselt wird, ja, und sich dann selbst auf die Beine stellt und plötzlich kommen dann diese Bilder aus der Stadthalle und du siehst die begeisterten Leute drinnen und dann begreifst du im Nachhinein eigentlich, die haben das geschafft, was alle anderen Parteien nicht geschafft haben. Sie haben damals den Zeitgeist der Menschen getroffen. Kurz war im Online-Marketing so gut wie kein anderer. Da hat er die jungen Wähler abgeholt. Er hat die älteren Wähler mit Shows wie in der Stadthalle überzeugt. Es war eine Massendynamik, die losgegangen ist. Und dann kommt natürlich dieser Bandwagen-Effekt, ja, den man psychologisch irgendwie hat. Man sagt, man will beim Sieger dabei sein. Und man mag einer von den Türkisen sein. Und das war ganz klar zu sehen in dem Film, wie eben wirklich in der Stadthalle Messias gleich dargestellt wird. Haben sie dann auch ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Du siehst Wolfgang Sobotka und Konsorten, die da quasi im Choral schon fast singen, wenn er auf die Bühne kommt. Ja, es war. Ja, alle haben auf den Star gewartet und im Film gab es auch nicht viel Widerspruch zu diesem. Ich glaube, abschließend kann man sagen, nice to watch, wenn du in der Twitter-Blase zu Hause bist. Allen anderen würde ich eher raten, das schöne Wetter zu genießen.